Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Ich habe heute kreative Flaute, mir ist überhaupt nichts eingefallen und ich hatte auch nicht so wirklich Kopf zu basteln. Deswegen habe ich mir ein Kreativset geschnappt und damit gebastelt. Und zwar haben wir ein neues mit diesen wunderschönen Weihnachtsanhängern. Wie immer zeige ich euch am Ende auch ein alternatives Projekt. Ich gebe euch schon mal einen Spoiler, das sieht am Ende so aus, was man mit den Teilen noch machen kann. Aber zuerst stelle ich das Projekt vor und bastel diese drei Anhänger, die in dem Set drin sind, mit euch. Drin sind 9 Stück, eben 3 von jedem Design. Und ich weiß, normalerweise bastelt die immer mein Bruder mit euch, weil ich das total witzig finde. Und damit das zeigt, dass Anfänger das auch machen können. Aber mein Bruder wohnt ja etwas weiter weg und der ist jetzt demnächst nicht da. Außerdem sind die gerade im Angebot, diese Kits. Die sind 10, 20 oder 30% reduziert. Und deswegen dachte ich, lieber jetzt die Inspiration geben und wer möchte, kann sich die dann noch zum Angebotspreis sichern. Genau, weil es dauert einfach eine Weile, bis der Tom nächstes Mal vorbeikommt. Er kommt diesen Monat nicht mehr. Gut, und jo, dann starten wir einfach auf jeden Fall los und wir fangen erstmal an mit den Anhängern aus dem Set. So, dann starten wir nochmal. Also, in dem Kreativset ist es relativ voll dieses Mal. Ist einiges mit drin. Wie immer hier auf Karton die ganzen Materialien eingeschweißt. Hier sieht man direkt die Ringe. Die sind übrigens aus Metall. Und ich weiß, dass ich im letzten Weihnachtskatalog war ja die Reihe mit den Sternen drin, die so beliebt war. Und da waren auch solche goldenen Ringe mit den Sternen in der Mitte gezeigt. Und alle Leute haben immer gefragt, ah, das ist ja so cool und wo kriegt man das her? Das heißt, ihr könntet, wenn ihr die pflanzlichen Motive nicht wollt oder lieber hier eine Karte draus bastelt oder was, diese Ringe auch verwenden, um die Sternenanhänger aus dem letzten Jahr zu basteln. Ganz genau. So, dann haben wir hier die Anleitung. Es sind 3 verschiedene Designs drin, wenn ich das richtig sehe. Genau. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil die alle sehr ähnlich aussehen. Aber wir legen uns hier den ganzen Kram zurecht und basteln die dann Schritt für Schritt nacheinander. So, also, wir haben hier eben diese Ringe. Und zwar große und kleine. Ich nehme mal dann wahrscheinlich 2 große und einen kleinen raus. Wir basteln jetzt von jeder Sorte 1 und dann basteln wir hinterher noch was anderes. Dann haben wir hier Schleifen aus rotem Satinband und die sind schon vorgeschleift, was super praktisch ist für alle meine Freunde, die Schwierigkeiten haben, Dinge zu schleifen. Da würde sich jetzt der Tom auch super freuen, weil er selber keine Schleifen binden muss. So, da brauchen wir 2 Stück. Die nehme ich auch schon mal raus und dann kann der ganze Rest nämlich zur Seite und geht nicht verloren. So, wir starten, würde ich sagen, hier mit dem mit der Nummer 1. Dafür brauche ich einen Ring, eine Schleife, Band sowieso. Können wir auspacken. Die ist sehr ähnlich. Wir bekommen in den Online-Exklusiven eine neue goldene Kordel. Diese hier wirkt sehr ähnlich zu der, aber nicht genau gleich. Die fühlt sich ein bisschen anders an, aber ist auch so eine Goldkordel. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir Tannenzapfen und Beeren. So, Beeren sind hier nicht dabei, aber 2 von den Tannenzapfen, die sehen auch alle gleich aus. Die sind aus Plastik, aber sehen jetzt nicht schlecht aus. So, das kommt da hoch. Und dann haben wir natürlich noch ganz, ganz viel Ausstandskram. Dann schauen wir mal, was hier für benutzt wird. So wie es aussieht, keine von den Blättern. Die sind auch etwas dicker, merke ich gerade, als sonst die Papiersachen in unseren Kreativprojekten, weil es ja Anhänger sind. Und wir brauchen auch keinen dunkelgrünen Kreis, sondern so einen in den hell gemusterten. Und vielleicht gibt es hier auch größere und kleinere. Und dann nehme ich mal stark an, dass wir für das Nummer 1 Projekt einen kleineren Kreis brauchen. Die sind auch goldfoliert, sehr, sehr edel. So, das können wir auch direkt auf den, brauchen wir nicht mehr Stapel tun. Die kommen nochmal zur Seite. Dann haben wir hier diese Klebedinger. Ich werde die wahrscheinlich aufheben und lieber meine eigenen benutzen. Dann haben wir einen Bogen Dimensionals. Den werde ich anbrechen. Dann haben wir diese Banner. Die brauchen wir nicht. Ah, und hier ist das ganze Gestrüpp. 3-mal. Können wir direkt 2 zur Seite legen. Und wir brauchen hier diesen Kandidaten. Das ist der. Vorsichtig raustrennen. Und man merkt wirklich, das ist ein sehr dickes Papier, was ich gut finde für ein 3D-Projekt. So, also wir haben das. Achso, und diesen hier
brauchen wir auch. Die Farben sind, auf jeden Fall ist das Pfauengrün und dann hier das ist Olivgrün und es geht dann über in Waldmoos. Sehr, sehr, sehr tolle Kombi, gefällt mir sehr gut. So, das sind die beiden. Das kommt mal zur Seite. Jetzt haben wir, glaube ich, alles hier, was wir brauchen. Dann gehen wir hier zu Schritt 1 in der Anleitung. Ich lege die Anleitung mal zur Seite, weil für euch im Video interessiert sich das ja nicht so wirklich. Ich brauche es nur nebendran liegen, dass ich hier Bescheid weiß. Ihr dürft die natürlich auch immer abwandeln, ist gar kein Thema. Müsst ihr nur gucken, weil zum Beispiel diese Deko-Elemente sind hier abgezählt in dem Set. So, also, sie schlagen vor, dass man hier 18 Inches oder 45 cm abschneidet. Machen wir einfach direkt so und gucken, wo das hingeht. So, 18 Inches. Wir haben hier 9 und 9 sind 18. Das ist einfach zweimal die komplette Länge. Das ist einfach. So, ein paar Zentimeter kann man denen auch immer noch geben, weil Band ist da meistens genug drauf. So, und jetzt empfehlen die, oh, das ist natürlich sehr schlau. Also, die benutzen hier diese Klebepunkte. Und zwar kleben die, also hier oben ist der Ring zusammengeschweißt und ich gehe genau hier oben hin und klebe dort einen so einen Klebepunkt um den Ring und ziehe es auch direkt ab. Damit bleibt unsere Strippe, nämlich gleich unsere Schnur, genau dort, wo sie sein soll. Und jetzt gehe ich genau gegenüber und klebe dort auch eher so nach unten auch einen dieser Klebepunkte hin. Und dann schnapp ich mir meine Kordel, nehme die doppelt und mache hier eine Schlaufe. Das heißt, dort einfach durchfädeln und ich mache das bewusst neben dem Klebepunkt. Und jetzt schiebe ich das gleich über den Klebepunkt drüber. So, einmal noch kontrollieren, dass die in etwa gleich lang sind. Ja. Und jetzt kann man das ein bisschen locker lassen und dann hier auf den Klebepunkt draufschieben und da festziehen und dann bleibt es auch dort, wo es sein soll. Und hier oben knoten wir das fest, also eins nach oben, eins nach unten und dann machen wir da einfach ganz fix einen Doppelknoten rein. So, wenn ich es hinbekomme. So, wunderbar. Und an diese Schnur wird dann nämlich nachher das Etikett geklebt. Und so hält es dann alles da, wo es soll. Perfekt. Man kann mit den Fingernägeln den Kleber noch so ein bisschen nach innen schieben. Dann ist er erstens nicht mehr so sichtbar. Und zweitens staucht es das alles ein bisschen zusammen und klebt im Zweifelsfall noch besser. Wunderbar, total cool. Machen wir bestimmt noch ein, zweimal in dem Projekt. Dann haben wir dieses Dekofeld. Da kann man jetzt überlegen, welche Seite man außen und welche innen man haben möchte. Wenn man was draufschreiben möchte, dann kann man natürlich den weißen Kreis außen lassen. Den kann man auch gut beschriften. Wenn man das nicht möchte, kann man es auch so machen. Und man kann es natürlich auch zum Aufklappen machen, merke ich. In dem Fall würde man dann nur eine der beiden Seiten festkleben. So, aber ich möchte diesen hier als geschlossen haben. Also mache ich das so oben und unten. Also muss ich mal schauen, wie die das machen. Die nehmen Dimensionals hier. Und zwar, ganz schlau, gehen die her und setzen auf jeden Fall zwei auf eine Linie. Und genau dort, damit kleben die dann die Kordel hier fest. Dann hält es nämlich alles genau, wie es soll. Upsala. So, und die sagen 6, aber 4 nehmen wir mal. Dann bleiben noch ein paar mehr übrig für die nächsten Projekte, gell? So, hier schließen. Wunderbar, jetzt haben wir hier dieses Feld in der Mitte. Das geht auch eben von beiden Seiten und es dreht sich so leicht. Finde ich cool. So, das hier wird aufgeklebt. Auch mit Dimensionals. Und zwar nach so. Einfach hier, wo es passt, hinten dran. Da kommt sowieso gleich der ganze restliche Kram oben drüber. Einfach so schön groß. Auch das hier bekommt ein Dimensional hinten drauf. Und wird dann, das klebe ich mal direkt drunter, dass es nicht zu hoch wird.
So. Und jetzt wird die Schleife, die kann man noch einmal so ein bisschen festziehen. Die haben übrigens eine nicht so schöne Seite und eine schöne Seite, so wie man die selber auch knotet. Und das hier ist die schöne geschlossene Seite, die kommt natürlich oben dran. Und dann noch die beiden Tannenzapfen. Und hier empfiehlt Stampin' Up, dass man Heißkleber verwendet, weil das sind ja so etwas irreguläre Sachen. Das Band könnte man auch ganz wunderbar mit einem Glue-Dot oder sowas ankleben. Aber die Tannenzapfen würde ich, nachdem die so unregelmäßig sind, auf jeden Fall mit Heißkleber auch ankleben. Ich habe hier meine Mini-Heißklebepistole und dann kriegt die Schleife so einen Klecks, die kommt nach oben und die beiden Tannenzapfen werden dann noch dazu arrangiert, wie es halt passt. Ich mache da einfach mal einen großen Klecks drauf und drücke die dann da beide so irgendwie rein. Und dann hat man das. Jetzt kann man das hier oben noch zuknoten. Da mache ich so einen Knoten rein. Zack. Damit es ein schöner Anhänger wird. So. Das schneiden wir dann oben ab. Auf gleiche Länge etwa. Und wunderbar ist der erste Anhänger fertig. Ganz einfach und schnell gemacht. Und super schön. Und es sind nur besondere Teile drin. Ne? Das sind nicht einfach nur Ausstanzungen, sondern es sind 3D-Teile drin. Ups, der war hier nicht gut angeklebt. Der kriegt nochmal einen Klecks. Es sind 3D-Teile drin. Und diese Metallringe, es fühlt sich sehr wertig an. Und foliertes Papier und sehr dickes Papier. Bin sehr begeistert von diesem Kit. So, das ist der erste Anhänger. Tun wir zur Seite, ich zeige es euch nachher gerne alle drei, wenn sie fertig sind. So, legen wir das zweite raus. Großer Ring, dann brauchen wir aus der Deko, ach jetzt sehe ich, die Tannenzapfen sind doch nicht alle gleich groß, es gibt wohl große und kleine und ich hätte natürlich gerade zwei kleine benutzen sollen, damit es nicht so overpowered, ne? Die sind die großen und das hier sind die kleinen, also und jetzt nehme ich noch zwei kleine und tausche die von gerade eben aus, einmal rote Beeren, so, also hier einmal Mayday Mayday, zurück. Ich hatte mich schon gewundert, weil die so groß wirken. Das macht aber alles gar nichts. Ziehen wir nochmal ab. Und kleben die etwas kleineren Tannenzapfen dran. Die sehen dann bestimmt auch, ja, guck mal, die sehen noch da ein bisschen netter aus. Ich hatte mich schon gewundert. So, ne? Heißkleber sieht man gar nicht mehr, ist alles versteckt. Wunderbar, also okay, dann ist ja gut, dass ich das einmal im Video gemacht habe. Es gibt also große und kleine Tannenzapfen. So, dann das, aus der Tüte brauche ich nichts mehr. So, von den Ausstandsteilen brauchen wir dieses Banner dieses Mal. Die sind auch wieder auf beiden Seiten mit dem gleichen Grün bedruckt. Das kann auf jeden Fall zur Seite. Dann die grünen Ausstandskreise, also diese. Kommt auch zur Seite. Und von den Blättern, die sind auch alle identisch, da brauchen wir eins. Hier. Und von diesem Gestrüpp hier brauchen wir das ganz große, das so vier Abzweigungen hat. So, drüben in der Küche geht die Waschmaschine gerade crazy. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu stark. Jetzt sehe ich auch übrigens, dass hier in der Mitte extra so ein Hexagon ist. Das ist perfekt für die Dimensionals designed. Wirklich gut mitgedacht. So, also Nummer 2. Wir brauchen wieder 18 Inches von dem Band. Also 99, 18, also jeweils von der 0 gemessen bis nach unten. Ihr könnt auch in Zentimeter messen, das ist, glaube ich, völlig egal. So, und for good measure geben wir dem noch ein paar Zentimeter. So. Jetzt machen wir wieder das Gleiche. Das heißt, das sehen wir jetzt noch zwei, dreimal in dem Video. Ich nehme also wieder so einen Klebepunkt. Und drücke den hier oben dran. Und noch so einen Klebepunkt. Irgendwie habe ich gerade ein Talent dazu, nicht den Klebepunkt abzuziehen, sondern das Abziehpapier. So. Dann schlaufen wir das wieder. Also hier ist das Ende. Und dann ziehen wir beide Enden durch die Schlaufe.
Vielleicht sollte ich mal die ganzen Knoten langsamer machen, für, weil ich gerade annehme, dass alle Leute wissen, wie das funktioniert. Gell, hier einfach Schlaufe und da die beiden Enden durch. Und dann über den Klebepunkt hier schieben und zuziehen. Und hier drüben macht man eins drüber, eins drunter und macht einen Doppelknoten rein. Gut, das sollte bekannt sein. So. Zack, der erste ist manchmal ein bisschen tricky, weil wir wollen ja, dass der Knoten auch wirklich oben drauf sitzt, dann wird es besonders schön. Yep. Und noch einen zweiten rein, damit er nicht wegläuft. Na komm schon. So, wunderbar. Zack, und jetzt einmal in der Länge nach hier nach oben ziehen, dass sich das wieder schön legt. Dann schön in den Kleber reinfummeln, den mit den Fingernägeln ein bisschen zusammenschieben. Und dann ganz oben so einen Knoten reinmachen, also eine Schlaufe drehen und die Enden durchstecken. Und hier den Knoten nach oben ziehen. Wunderbar, haben wir hier einen Anhänger. So, kleben wir wieder den Teil ran. Auch da kann man wieder überlegen, möchte ich Textfeld drauf haben oder nicht. Ich glaube, ich entscheide mich immer für oder nicht. Also ich mache es lieber so. Aber weil ich den Luxus habe, ich habe eine Kreisstanze und weißes Papier. Ich kann das immer im Nachhinein noch hinten drauf machen. Oder ich schreibe wahrscheinlich zu Weihnachten sowieso eher lieber mit einem goldenen Lackmarker. Das dürft ihr entscheiden, wie ihr wollt. Ich mache es lieber vollflächig und kann dann nachher immer noch weiß machen, wenn ich es möchte. Wenn ihr den Luxus nicht habt, dann vorher entscheiden, wie ihr das gerne verschenken möchtet. Die sind ja auch so schnell gemacht, die Dinger. Das kann man ja auch in dem Moment, in dem man das Geschenk verpackt, schnell eins zusammensetzen. So, ziehen wir hier wieder ab und schließen das. Dann haben wir hier unser frei drehendes Ding in der Mitte. Total spaßig. So. Die setzen auch hier wieder alles mit der Menschennetz auf. Das finde ich sehr sympathisch. Das würde ich in der freien Wildbahn nämlich auch immer so tun. Das heißt, wir klatschen zuerst hier dieses große Banner einmal über alles drüber. So. Bats. Super schön. Dann setzen wir diesen Teil hier auf. So rum ist es schöner. Das heißt, auf diese Seite setze ich mein Dimensional. Kann man natürlich darauf achten, dass das perfekt da drunter ist, aber da kommt sowieso Zeugs drüber, das ist mir dann egal. So, die Blätter, da kann man ein bisschen mit den Fingern hergehen und die so ein bisschen knicken, dann haben die mehr so eine Blätterstruktur, ne? Also hier einmal in der Länge nach die Blätter so ein bisschen hochknicken, dann kommt das viel besser raus. Sehr schön. Die Blätter kommen wohl so hin, das heißt, da setze ich auch einfach ein Dimensional vielleicht hier so hin und klebe dann die Blätter dort an. Wunderbar. Jetzt brauche ich aber hier unten auch noch eins, sonst spreizt sich das so ab. So, ja wunderbar. Klasse. Und dann gucke ich wieder, dass mein Heißkleber auch heiß bleibt und sich nicht ausschaltet nebendran. Zack, 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 einmal ins Bild. So, ich nehme mal hier einen von denen, die ich abgerissen habe, weil da sind ja so ein paar Klebespuren dran. So, der eine dicke nach unten und dann zwei kleinere nach oben. Also hier machen wir mal den einen hin. Super. Und dann machen wir einen hier hoch. Und dann machen wir noch einen schräg hier rüber. Und bei den Beeren, die haben extra noch diesen Draht hinten dran. Das macht es dann leichter nachher, das damit rein zu arrangieren. Kann man jetzt oben drauf machen. Vielleicht machen wir das einfach oben drauf. Ja, das sieht doch gut aus. Dann mache ich einfach dort auf diesen Draht so ein bisschen Heißkleber drauf, stecke das dann hier einfach dazwischen und lasse es so auskühlen. Nicht mehr anfassen und dann wird es genauso, wie ich es möchte und hält genauso. Ja, wunderbar. Gut, lege ich zur Seite vorsichtig, dann darf das auch noch erkalten. Sehr schön. Drittes Projekt, das kommt wieder zur Seite. Drittes Projekt, also dritter Ring. Dann wieder ein Schleifchen. Wir brauchen wieder Tannenzapfen, einen großen und einen kleinen. Schauen, welchen von denen hatte ich abgezogen. Diesen hier. Also einen großen, einen kleinen und einmal goldene Beeren. So, das kommt alles schön zurück, bevor da was verbummelt geht. So, dann das letzte Gestrüpp von hier.
Das ist jetzt leer. Dann nochmal so ein Blatt. Die sind sehr schön. Und einer von den großen karierten Kreisen. Sehr gut. Und wahrscheinlich wieder 18 Inch von dem Band. Also, zack, zack und noch ein paar extra Zentimeter. Gönnen wir uns. So, also, wir starten wieder mit dem Verfahren. Ah, diesmal habe ich sogar beide Kleberdinger abbekommen. So, also einmal oben an den goldenen Kreis und einmal genau gegenüber unten. Den Kleber ranmachen. Dann zuerst Schlaufe, so rum. Das ist schön, das kann man auch nebenher machen, da kann man auch eine Serie nebenher gucken und das so ein bisschen wursteln, finde ich super. So, eins oben, eins unten, einen Knoten. Am besten in der Luft festziehen, dass der schön oben drauf sitzt. So, klasse. Den zweiten, dass er nicht wegläuft. Dann einmal gerade nach oben ziehen, dass es nachher schöner hängt. Und dann hier oben den letzten Knoten reinmachen, damit es ein gescheiter Anhänger wird. Kann man sich in den Weihnachtsbaum hängen, kann man auch in den Flur hängen oder als Deko. Man kann die auch als Anhänger benutzen. Super schön. So, hier wieder gleiches Prozedere. Ihr entscheidet euch, ob ihr das Textfeld haben wollt oder nicht. Bei mir ist es wieder oder nicht. So, 1, 2, 3, 4 der Menschen jetzt erstmal gegenüber. Damit wir die Schnur einkleben können. Und dann machen wir hier Gute Nacht. So. Darauf gibt es natürlich wieder einen der Menschen. Das kommt so in die Rundung. Und die Blätter werden wieder etwas geknickt. Und bekomme ich hier direkt unten einen hin. Super schön. So, und dann der ganze Rest wird mit Heißkleber aufgeklebt und sind wir schon fertig. Ist echt immer schnell gemacht. Macht was her. Wunderbar. So, die Schleife ist bei diesem Projekt hier oben dran. Könnte sie auch hier auf den Kreis aufsetzen. Vielleicht klebt es etwas besser. Können wir aber gleich gemeinsam ausprobieren. Ja, ich glaube, ich möchte sie lieber hier hinkleben. Oder man klebt sie natürlich wieder zu dem anderen Kram unten rein. Aber ich halte mich jetzt mal an die Anleitung, damit wir auf jeden Fall drei so gebastelt haben, wie sie vorgeschrieben sind. Das heißt, zuerst kommt ein Klecks hier hoch. Nur ein kleines bisschen. Und da kommt dann die Schleife rein. Und Tannenzapfen Nummer 1 kommt so hier hin. Tannenzapfen Nummer 2 kommt so hier hin. Und dann haben wir noch die Beeren. Die werden so da reingeschoben. Kann ich den Draht auch so ein bisschen biegen. Super. Und dann machen wir da ein bisschen Kleber rein. Und drücken das dazu. Wunderbar. Sehr cool. Und so ratzifatzi haben wir drei wunderschöne Anhänger zusammen, die man als Deko benutzen kann oder als Geschenkanhänger. Ich hatte einen Instagram-Post gesehen, den fand ich total schön, wo jemand das als Weinflaschenanhänger benutzt hat. Deswegen habe ich mal nur für die Ästhetik hier eine Weinflasche geholt
Und das kann man natürlich so knoten, dass das dann da drum hängt. Und es sieht schon sehr hübsch aus zusammen. Gerade mit den Grüntönen, die sich ergänzen. Und dann das Grün und das Rot für Weihnachten mit den Tannenzweigen. Und bei so einer Weinflasche kommt auch schön raus, dass es wirklich ein plastisches 3D-Projekt ist. Das macht hier einiges her. Finde ich super schön gelungen. Ja, bei der Weinflasche würde ich eben, wenn ihr von vorher wisst, wo es dran sollte, zum Beispiel das hier ein bisschen enger machen. Dann hängt das ein bisschen schöner weiter hier oben. Und hängt nicht so direkt übers Etikett. Also da würde ich es dann einfach ein bisschen verkürzen. Aber nochmal Knoten reinmachen, kann man auch im Nachhinein machen. Jo, das sind die drei Anhänger. Und jetzt zeige ich euch auf jeden Fall noch eine Alternative, die mir so spontan eingefallen ist. Meine kreative Energie ist wieder hergestellt, also jetzt zum Alternativprojekt. Ich starte mit dem kleinen Kreis und ich habe auch genau alle Materialien für den kleinen Kranz rausgesucht. Ich habe oben und unten schon mal einen Klebepunkt rangemacht, ziehe das mal ab. Ich glaube, wir setzen aber noch einen, weil die gehen ja nur halb rum. Und ich möchte aber, dass es diesmal ganz rum geht, also setze ich auch nochmal von innen einen direkt an die gleiche Stelle. Dann haben wir wirklich überall viel Kleber. Und jetzt setze ich unsere Kordel und zwar möchte ich es diesmal so in der Mitte haben. Das heißt, ich mache hier hinten mal einfach so einen Stopperknoten rein. So, etwa so irgendwie. Hätte sogar noch ein bisschen mehr Platz sein können. Aber das ist nicht so schlimm, das ist nicht so wild. So, spreizen wir gut auf. Und dann legen wir das hier drumrum. Eins oben, eins unten. So, ich gucke mal, dass das schön sitzt. Und ich glaube, ich mache auf der Innenseite da jetzt auch einen doppelten Knoten rein. Einfach nur, dass es wirklich gut hält. Oder vielleicht reicht auf der Innenseite auch ein einfacher Knoten. Ja, jetzt ziehen wir das hoch. Da kann ich auf der Innenseite jetzt keinen Knoten machen, ist mir gerade spontan aufgefallen. Macht aber nichts, wir ziehen das hier hoch, machen das oben zu, wie gerade beim Projekt auch. Schön straff. Doppelknoten. So, bis hierhin ist alles so wie vorhin auch, nur dass wir halt den Kreis jetzt so haben. Vielleicht sieht der eine oder andere schon, worauf das nachher hinausläuft. Jetzt gestaltet ihr den Kreis aus, so wie ihr möchtet. Das heißt, Schritt 1 war sowieso erstmal Kleber zusammenschieben. So, und noch ein bisschen ausrichten, dass es genau da ist, wo wir wollen. Ich habe den Kreis schon mal vorbereitet komplett. Das haben wir ja jetzt oft genug gesehen, wie das geht. Ich habe den einfach nochmal genau wie in der Anleitung gemacht. Den kann man natürlich auch abwandeln mit noch, wenn man Stanzformen hat oder. So, also das mal hier so in die Mitte setzen. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wunderschön. Dann haben wir hier wieder unseren Kranz. Und jetzt basteln wir ein 3D-Projekt als Halter quasi hierfür. Dafür habe ich ein Stück Farbkarton in Waldmoos genommen. Das ist ein halber A4-Bogen. Der ist also 14,5 x 21. Das ist eine normale Kartenbasis in Querfalzen. Und ich habe den gefalzt bei 5, bei 10, bei 15 und bei 20, also jeweils 5 cm, sodass wir am Ende noch 1 cm Klebelasche haben. Und die kommen dann nachher in die quadratische Form. Jetzt muss man sich entscheiden, wo vorne ist. Das ist hier wichtig. Und zwar möchte ich, dass die Klebelasche nach vorne zeigt. Wir stanzen nämlich vorhin ein Loch rein, dass man nach innen durchgucken kann. Und wenn wir die Klebelasche hinten haben, dann würde man die sehen. Das heißt, ich habe es absichtlich so, dass die Klebelasche auf der Front quasi ist, von diesen beiden hier, dagegen. Aber natürlich nicht genau in der Mitte, weil das ist unelegant. Aber hier an der Seite, also da ist die Front. So, das heißt, hier kleben wir jetzt schön auf und machen unseren Kreis arrangieren wir hier vorne. Dafür habe ich Designerpapier rausgesucht. Und zwar das wunderschöne Designerpapier Grün-Goldene Weihnachten. Das ist auch komplett in den gleichen Farben, also Waldmoos,
Gartengrün, Olivgrün, nur grün, teilweise mit Weiß, teilweise mit Vanille. Ich glaube übrigens, diese Kreise hier innen, die sind auch, die basieren auf Vanille. Wunderschön und jeweils goldfoliert. Meine Lieblingsweihnachtsreihe dieses Jahr. Und da gibt es einen Bogen, den ich mir rausgesucht habe, der sieht so aus. Auf der einen Seite ganz neutral grün gemustert und auf der Rückseite komplett foliert Gold, aber auch mit Gestrüppmuster. Und das schneiden wir zu. Ups, das war eine Stanzplatte von der Stanzmaschine. Das hat man davon, wenn man zu viel schon bereitlegt. So, ich schneide hier auf 14 Zentimeter. Nee, das ist mir eigentlich zu viel. Dann möchte ich 10 cm schneiden. So, also 10 cm. So. Und dann schneide ich hier mal die 14. Dann haben wir nämlich zwei Kartenauflagen. 10 mal 14. So, das ist effizient geschnitten. Das kann man aufheben. Zwei 10 mal 14, eine für vorne drauf und eine für innen rein tatsächlich. Und die beiden kann man überlegen, ob man die falzt oder ob man die schneidet. Ich glaube, wir falzen mal. Das heißt, ich lege die mal bei 5 cm an und falze das in der Mitte. Und den anderen nehme ich andersrum und falze den hier bei 5 cm in der Mitte. So. Das hier ist außen. Das kommt so drauf. Jetzt überlege ich gerade, was habe ich falsch gemacht? Ach, natürlich. Der sieht aber auch nicht schlecht aus. Dann ist es jetzt komplett. Ne, jetzt hat es keinen Rand links und rechts. Das macht aber nichts. Es hat ja oben und unten den Rand. Den könnten wir noch ein bisschen größer schneiden, wenn wir wollen. Dann ist es, dann sieht es aus wie ein Designelement, wie gewollt. Also mache ich mal 13,5. Dann ist unsere Röhre links und rechts bündig verkleidet mit dem Design. Weil wenn ich da jetzt auf halbe und dann das in die Hälfte, das wird dann irgendwann hässlich. Aber jetzt haben wir oben und unten so ein bisschen Rand. Das ist doch ganz hübsch eigentlich. So, und das kleben wir. Das kleben wir einfach auf und lassen es gut sein. So, das heißt, wie mache ich das am geschicktesten? Ich glaube, ich nehme Flüssigkleber und trage den hauchzart auf. Los. Mit dem habe ich gestern eine kleine Massenarbeit gemacht. Das heißt, der wird jetzt nicht mehr so doll. Aber für das Video geht es jetzt noch. Komm schon. Nö, muss ich einen anderen nehmen. An Tombow mangelt es in diesem Haushalt zum Glück nie. So, jetzt muss ich nur vorsichtig sein, weil es ist eine ganz frische Flasche. Ich will nicht, dass sie über den Rand rausquetscht. Und auch innen relativ bündig, oder was heißt bündig, flächig, weil wir da jetzt was ausstanzen und ich will nicht, dass es sich dann ablöst. Also das kleben wir einmal hier auf, so wie das gewollt war. Und gucken auch, dass es sich schön falzt. Das ist gut. So, wunderbar. Cool. Einmal zudrehen. Sehr schön. Und dann stanzen wir hier einmal durch. Und zwar war ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich den, ich habe aus den Kreisen mit Büttenrand einen rausgesucht oder einen glatten. Das ist aus den Spotlight und Nature. Ich glaube, ich möchte aber den Büttenrand. Das sieht mir ein bisschen jetzt natürlicher aus und mehr nach Gestrüpp und Zeugs. Das heißt, ich nehme mal den. Also Stanzmaschine, habt ihr ja vorhin schon gehört. Die Stanzplatte ist schon runtergefallen. So. Ich lege das also hier ein, entscheide mich, wo oben sein soll und lege da so etwa auf dem goldenen Schnitt mittig diesen Kreis an. Wunderbar. Und kurbel das einmal durch. Und weil ich keinen hässlichen Abdruck haben will, kurbel ich es tatsächlich auch zurück. So, den Kreis aus der Mitte, den kann man noch für was anderes benutzen. Und das hier ist jetzt unser Stück. Da wird nachher da, angeklebt. So, Amtshandlung Nummer 1. Ich sehe, hier steht die Klebelasche ein bisschen in den Kreis rein. Das schneiden wir einfach mal ganz frech weg. Gucken, ob man es schon nicht mehr sieht. Passt wunderbar. So, auf der Innenseite möchte ich das auch ausgestaltet haben. Dafür habe ich hier das goldene Designerpapier. Das kleben wir hier auf die Innenseite.
Das macht auch gleich Sinn, warum ich das tue. Also es sieht nicht nur schön aus, sondern hat sogar einen sinnvollen Zweck. Versteht ihr gleich. So. Also das ist jetzt wunderschön hier auf der Innenseite. Und das können wir zukleben. Ach, das ist natürlich jetzt, weil es auf 10 cm ist, ein Tick zu lang. Da müssen wir jetzt kurz schummeln und einen Millimeter rausschneiden. Das sieht man zum Glück nicht. Sonst faltet sich das hier nicht gut. So. Und bevor wir das endgültig zukleben, einmal nochmal testen, ob sie es gut knickt. Yep, passt auch. Hier geht es auch alles wunderbar. So. So sieht es dann nachher aus und da baumelt dann unser Kreis. Ich habe innen auf der Innenseite extra etwas Helleres gewählt. Und den besagten Kreis, den kleben wir jetzt da oben ein. Das hier ist unten, das hier ist oben. So und so halt. Und dann kann der da frei ein bisschen baumeln. Also man muss das auf jeden Fall von dieser Seite machen, sonst verhaken sich diese Deko-Teile. Also das durchziehen und dann machen wir, würde ich sagen, einfach oben und unten Abreißklebeband dran und hoffen, dass es damit gut funktioniert. Wir können auch, wir nehmen Fliegenfest Plus, der hält nämlich noch ein bisschen stärker. Also hier einmal gut flink und fest Plus oben ran machen und hier unten ran. So. Okay, also das ist jetzt ein bisschen fummelig, kriegen wir aber alles hin. Das etwa mittig ausrichten und dann oben in den Kleber reindrücken und unten in den Kleber reindrücken. Wunderbar. Und damit es gescheit hält, kleben wir da auch von oben was dagegen. Ich nehme jetzt einfach mal hinter mir, habe ich ein bisschen Vanille. Das fällt auf der Innenseite kaum auf, weil da sowieso noch mehr Vanille ist. So, beides auf jeden Fall einmal falten. So, und dann gucke ich mal. Hier Klebeband, 1, 2, jetzt habe ich schon wieder den Flink und Fest Plus zu weit weggelegt. Naja, jetzt ist es aber das Klebeband, das ist auch okay. So, also, das wird jetzt hier oben und unten dagegen geklebt, dass es wirklich da hält, wo es hin soll. Hier Knick auf Knick. Und dann richtig schön festdrücken, dass das da oben nicht rausrutscht. Unten genau das Gleiche. So, und dann können wir das bisschen eintrimmen, dass das nicht übersteht. Und als letzte Amtshandlung machen wir hier noch Kleber drauf. Und schließen das. So, dieses Deko-Teil legt sich im Prinzip komplett flach, bis auf natürlich, dass das viel zu groß ist. Also das kann man nicht in einen Briefumschlag tun und das verschicken, das muss man persönlich übergeben. Oder natürlich, man lässt diese Tannenzapfen weg. Ich meine, dieses Design sieht auch ohne die Tannenzapfen total schön aus. Vielleicht habt ihr auch Tannenzapfen zum Stempeln zum Beispiel, die kann man auch ganz toll verwenden. Also das könnte man so tatsächlich schicken, da muss man dann eine extra Briefmarke draufkleben, also wahrscheinlich eine Euro-Briefmarke oder sowas, weil der Ring ja relativ schwer ist. Aber an sich ist es flach, bis auf die Tannenzapfen. Und dann kann man das hier so aufstellen. Das
muss ich jetzt hier noch einmal gut knicken, wegen den Teilen, die wir reingeklebt haben. Aber wenn man das aufstellt, dann kann man das so als Deko zu Hause irgendwo hinstellen. Und das hier baumelt dann eben vorne dran, so etwas freischwebend. Und warum habe ich dieses Gold hinten reingemacht? Man kann noch einen, so ein elektrisches Teelicht benutzen und das innen reinstellen. Und dieses Gold reflektiert dann nämlich, weil es ja so voll foliert ist, ich mache mal eben das Licht aus, vielleicht sieht man das dann. Dieses Gold reflektiert dann das flackernde Teelicht richtig schön. Also das kommt dann natürlich erst abends schön raus oder ihr tut eine Lichterkette, so eine von diesen, wo diese ganz vielen kleinen Lichtchen dran sind, die könnte man auch gut da reinwurschteln, das hier ist, was ich uns gerade zu Hause gefunden habe. Also das kann man hinten reinmachen, deswegen ist es innen verspiegelt gemacht, damit das Licht sich schön nach oben reflektiert und damit es natürlich hier einen schönen Kontrast gibt. Also das ist jetzt so ein kleines Deko-Ding, das man sich irgendwo auf eine Anrichte stellen kann oder was auch immer und auch so ein bisschen frei baumeln und schwingen kann. Jo, und das war's, das Video für heute. Ich hoffe, ich lege nochmal die anderen Sachen alle dazu. Also das ist das Deko-Objekt und dann haben wir aber auch einfach diese, die aus diesem Kit kommen. Finde ich tatsächlich sehr schön, gefällt mir sehr gut. Das ist genau mein Stil Weihnachten, sehr elegant, sehr grün und rot und gold. Sehr, sehr, sehr schön. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt mal wieder was gelernt. Wenn ihr es nachbastelt, schickt mir gerne Bilder auf Instagram, per Mail oder per WhatsApp und ansonsten sehen wir uns einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.